Gedanke des Tages unseres Diktators. Ich, die heilige Mission, bin das Volk. Gedanke des Tages unseres Diktators. Individuelle Reflexionen eines treuen Mitglieds stehen für Apostasie. Das Türsignal funktioniert nicht mehr. An diesen Wahlen ist irgendwas faul. Ja, wir kennen weder Nikopol noch XB2. Sie kamen beide aus dem Nichts. Und zwei Kandidaten für eine Wahl? Das ist seltsam. Wenn man Da patrouilliert ein Soldat. Ich muss aufpassen, dass er nicht hinter der Tür ist. Ich glaube nicht, dass die Zeit reicht. Verdächtige Aktivitäten Ihrer Nachbarn. Das ist Ihre höchste Bürgerpflicht. Der Wachmann kommt wieder zurück. Er darf hier nicht reinkommen. Jetzt kommt hier niemand mehr rein. Die Waffenkammer. Verschlossen. Ich muss nicht alles mitnehmen. Die Sicherheit im Elysée lässt zu wünschen übrig. Das ist das Zimmer von XB2. Ich muss ihn irgendwie zum Fenster locken. Wenn ich springe, könnte ich mir was brechen. Das Telefon funktioniert ja. Niemand.
Hallo, wer sind Sie? Hallo, XB2's Zimmer. Ich suche Hallo. Ran. Hallo. Volltreffer. Der Roboter ist Geschichte. Jetzt kann ich endlich zu meinem Vater. Das Telefon funktioniert ja. Jetzt kann ich runter. Die Wachen am Empfang sind weg. Jetzt komme ich vorbei. Das sollte ich nicht tun. Vater? Das ist nicht möglich. Ah, die Ähnlichkeit ist erstaunlich. Deinem Vater geht es nicht gut. Du hast meinen Vater getötet. Nein, meine armseligen Brüder wollten mich auf die Weise aufhalten. Aber das ist egal, da du wie er aussiehst, Nikopol Junior. Und ihn ersetzen kannst. Schließ dich mir an. Möchtest du Präsident werden? Über Paris herrschen? Nein! Lass mich in Ruhe! Denkst du, ich brauche dein Einverständnis? Hm? Nikopol Junior, komm zurück! Ich muss sofort die Götter rufen. Alarm! Eindringling im Westflügel entdeckt! Du kannst mir nicht entkommen? Wo willst du denn bloß hin? Was zum... Ich muss etwas Abstand zwischen uns bringen. Ich muss sofort die Götter rufen. Alarm! Eindringling im Westflügel entdeckt! Lauf nicht weg, Junior. Du bist jetzt mein. Es reicht, Horus. Deine Reise endet hier. Das trifft sich gut. Du siehst aus wie dein Vater, Nikopol. Und du wirst ihn ersetzen. Ohne XB2 bist du der einzige Kandidat und kannst über Paris herrschen. Um euch zu dienen? Nein, danke. Kein Interesse. Der letzte Mensch, der in eure Angelegenheiten verwickelt wurde, war mein Vater. Und der ist tot. Das lässt sich regeln. Dann traf sich unser neuer Diktator Alexander Nikopol mit den Anführern der großen Religionen, um Rahmenbedingungen für die Legalisierung verbreiteter Glaubensrichtungen festzulegen. Dabei verkündete Nikopol ferner das Verbot der früheren weißkolistischen Religion, den Sturz des alten Regimes und die Grenzöffnung zwischen den Stadtbezirken. Während des Treffens verschwand auch die geheimnisvolle Pyramide über Paris mit unbekanntem Ziel. Der Diktator hat diesbezüglich keinerlei Kommentar abgegeben. Der Grund soll fett und reich an Schnicken sein, wo ich mir selbst das tiefe Loch will graben und strecken will mein alt und müd Gebein und wie der Hai im Meer mich im Vergessen laben. Ich hasse Testament und Leichenstein, will von der Welt nicht eine Träne haben,
Nein, lieber lade ich mir als Gäste ein, zu meinem letzten Fleisch und Bein die Raben. Ohrwürmer, Freunde, ohne Aug und Ohren. Ein Toter kommt, der froh den Tod erkoren. Weise Genießer ihr, der Fäulnis Brut, bohrt euch durch meine Reste ohne Sorgen. Und sagt mir, blieb noch eine Qual verborgen, dem alten Leib, der Tod bei Toten ruht.